Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zum vierten Teil des Tutorials. Und ja, ich habe jetzt doch schon des Öfteren gelesen, dass zwei bestimmte Sachen noch gewünscht werden. Und eins davon werden wir heute mal dran nehmen. Und zwar die ganzen Lua's, die man bearbeiten kann. Also die Settings.luas, die Base-Config. Denn einige wollten von mir auch wissen, wie erstelle ich denn diese größeren Maps, ja? Und das zeige ich euch heute. Und zwar, wenn ihr Steam benutzt, ja? Und bei GOG oder bei allem anderen ist es ja etwa gleich, ihr müsst euren Steam Ordner suchen. Der wird's bei mir hier, ich habe ich habe eine extra Festplatte da dafür. Und dann wählt ihr sozusagen euren Steam Ordner, bei mir wird es dieser hier. Und dann fangen wir mal erst, dann fangen wir erstmal mit der normalen Settings mit dem normalen Setting an, das wäre dann unter User Data ähm, eure Nummer, dann unter 446800 Local und dann haben wir hier die Settings.lua und da empfehle ich euch dann, wenn ihr das Programm noch nicht habt, Notepad von Chip oder von was weiß ich runterzuladen. Und dann können wir da Rechtsklick drauf machen und dann Edit with Notepad. So dass sie dann Folgendermaßen, folgendermaßen aus und da können wir dann alles einstellen. Also, hier können wir dann alles noch separat einstellen. Steht da hier schon Auto-Save-Intervall? Habe ich jetzt zum Beispiel auf 1. Ähm, dann habe ich den Debug-Mode, der, der ist bei euch normalerweise auf False. Der, der, der Debug-Mode ähm, macht folgendes: Und zwar könnt ihr Industrien selber platzieren, wenn ihr das möchtet, falls ihr da irgendwie Probleme habt, ja falls ihr irgendwie ein bisschen Schönbau machen wollt. Dann könnt ihr den Debug-Modus anmachen und zudem könnt ihr dann mit Alt, mit der Taste Alt, Gr und G das komplette Overlay ausblenden für Screenshots oder für Videos oder des Weiteren. So, dann haben wir hier die Distance Unit, das wären natürlich Meter. Und dann kommen wir hier zu dem allseits gefragten. Das ist dieses Experimental Map Sizes. Das ist normalerweise auch auf False. Das könnt ihr dann auch umschreiben in True. Und wie der Name schon sagt, Experimental. Ähm, man muss vorsichtig sein, man braucht eine große Rechenleistung da dafür. Also ich habe es mal bei mir getestet. Ähm, aber wie gesagt, mein PC kann man eigentlich mit keinem anderen vergleichen. Und es gibt auch darüber einen guten Thread im Forum. Und zwar hat es schon einer getestet. Ähm, es kommt öfters mal zu Abstürzen, ja, oder zu großen Lags und des Weiteren. Also wer es machen möchte, wer es mal testen möchte mit, dem, mit der größten wahnsinnigen Map. Und ihr habt ja dann auch noch das Weltformat 1 zu 4 und 1 zu 5. Kommt ja dann auch noch dazu. Aber wie gesagt, es heißt experimental. Das heißt, es ist vom, vom Spiel eigentlich nicht vorgesehen. Aber man kann es machen. ja. Und ja, alles andere könnt ihr dann aber auch ähm, in-game einstellen. Falls ihr mal Probleme habt mit... Ähm, mit der Auflösung, ja, dann könnt ihr das hier einstellen. Windows Position, ja, das wird bei mir 2465, äh, 25. Äh, nicht wundern, das ist ein 4K-Bildschirm und ich habe bei mir immer das Problem, dass ich, ich spiele ja Tra Transport auf meinem zweiten Bildschirm und wenn ich das dort beende dann startet das bei mir nicht, deshalb muss ich das immer auf den ersten Bildschirm. Also nicht wundern. Aber falls ihr da mal irgendwie Probleme habt, das könnt ihr dann hier ändern. 00 wäre dann ganz links oben bei euch am Bildschirm. Dann haben wir hier die Windows Size, könnt ihr dann auch alles einstellen. Und was man auch noch einstellen kann, wäre hier die Money Prefix, falls mir zum Beispiel Euro haben möchte oder des Weiteren. Und dann habe ich noch, das finde ich, habe ich aber bislang noch nicht gefunden dass die Zahlen zum Beispiel nicht in Komma dezimal stehen. <laughs> also zum Beispiel, äh, wir haben jetzt 10,2 Milliarden, sondern ihr könnt es auch als ganze Zahl ausschreiben lassen. Ähm, dann müsst ihr das hier wegmachen. Genau, das heißt Kilo, Mega, Billion. Ja, könnt ihr dann wegmachen, wenn ihr das wollt. Und dann ist es auch... Steht da die ganze Zahl da, dann steht es bis auf den, auf den letzten Euro ganz genau da. Und das wäre es eigentlich zu den Settings.lua. Dann wichtig, wichtig, hier oben könnt ihr abspeichern und dann könnt ihr das schließen. Und dann kommen wir zu dem zweiten wichtigen, das wäre dann bitte unter Steam, unter eurem Steam-Ordner, diesmal aber äh, Steam-Apps kommen. Dann Transportfever natürlich. Unter RES. Und config finden wir die sogenannte base-config.lua. So. Und da können wir grundlegende Sachen zum Spiel einstellen. Wie wir hier zum Beispiel sehen, Terrace, ja. Und mal kurz als Info, falls ihr da ein bisschen euch durchschlängeln wollt. Hier, das ist immer die Überschrift. <laughs> Entschuldigung. Und. Ja, da könnt ihr dann alles einstellen. Die Railroad kannst du sie, da habe ich bislang noch nichts eingestellt, aber hier kann man zum Beispiel die Bulldoze-Kost einstellen oder hier auch nochmal, ja. Dann sehen wir hier alle Güter, die es gibt. Falls ihr da irgendwie mal was bearbeiten möchtet. Äh, kurz als Erklärung, Livestock ist Vieh, Grain ist äh, Getreide, Crude ist Nein, nee, Crude Öl ist Treibstoff, sorry, oder, Fuel, ne was ist denn Crude, ach Rohöl, glaube ich, weiß ich gerade selber Ich müssen wir ein bisschen durchprobieren, Nee, das ist Oil, was ist, was ist denn Crude bitte, normales Öl wahrscheinlich, ne das ist Rohöl und das ist dieses bearbeitete Öl und das hier ist Treibstoff, ja, gut. Uh, Construction Materials, ja, Baumaterialien. Das ist bislang das längste, was ich je gesehen habe. Und das andere ergibt sich ja. So, dann gehen wir mal weiter. Uh, was ich auch noch sagen kann, die Anordnung kann bei jedem anders sein. Ja? Das muss nicht immer gleich sein. Was ich noch recht interessant finde, ist hier die Vegetation. Da sehen wir hier die Forest Level. Und wir können einstellen zwischen 0.0 bis 1.0. 0.0 wären überhaupt gar keine Bäume und 1.0 wären überall Bäume. Ja, also an jeder freien Stelle, die es auf der Map gibt, sind dann Bäume. Kann man hier einstellen, dann kann man hier die Dynasty einstellen. Ähm, das ist die, äh, das glaube ich die Höhe. Oder die gesamte Dichte und dann das ist, auf jeden Fall weiß ich, dass die Single Dynasty ist die Dichte, ja, Von 0 bis 100. Einfach mal ein bisschen dran rumspielen, wenn ihr möchtet. So, dann geht's hier weiter. Was wir hier noch sehen, ist die Game Config Town Growth Factor. Einmal hier oben. Da könnt ihr dann einstellen, kann man einstellen zwischen 0.0 und 2.0. Und wie es hier schon steht, Factor to Control Town Growth Behavior. Vor allem, das ist halt wichtig, auch im Late Game. Was ich interessant finde, hier ist eingetragen, Game Config, Max Industry Production wären 400. Ähm, aber ich habe schon Produktion gesehen, die gehen auf 3200 hoch. Und selbst bei mir, ich habe, wie gesagt, ja, hier nichts eingestellt und selbst ich produziere ja 1600 schon an manchen. Und dann das nächste wäre dann genau das hier. Falls ihr ziemlich schnell wachsende Städte haben möchtet. Die äh, Town Growth Exponent. Ja, das wären hier die 0,89. War ja bei Train Fever auch schon so. Mal, haben sie mal äh, eingeführt mit, mit einem Patch. Und falls ihr zum Beispiel sagen möchtet. Okay, ich möchte meine Städte bloß mit 2000 Einwohner haben. Weil ich jetzt vielleicht nicht den leistungsstärksten PC habe. Dann könnte ich hier 2000 eintragen. Dann wachsen die nie über 2000. So, und das... Nächste wichtige wäre hier unten noch die Area per Town. Ähm, da hat mich dem letzten einer oder hat mich gestern einer gefragt. Äh, ich hätte gerne eine große Stadt, aber nur mit so vier, fünf Städten. Ja, weil normalerweise sind da ja so, ich weiß nicht, 20 oder so. Ja, ich glaube 20. Und dann kann man hier das sozusagen einstellen. Da kann man sagen, wie viel sozusagen wie viel Quadrat oder Quadratkilometer bekommt eine Stadt am Anfang. Das heißt, wenn ihr das sozusagen auf 1 macht, dann habt ihr mehr Städte. Wenn ihr das auf 100 macht, habt ihr natürlich weniger Städte. Weil dann hat eine, eine Town hat dann 100 Quadratmeter und die große Map hat ja, glaube ich, 256 Quadratmeter. Dann wären da jetzt zwei bis drei Städte drauf, je nachdem, wie sich es verteilt. Aber ich lasse das mal so auf Normal dann könnt ihr hier noch sagen, wie viele Industrien ihr haben möchtet. Hier genauso weniger heißt natürlich, ihr habt viel mehr Industrien. Falls ihr äh, es aber so haben möchtet, dass ihr lange Anfahrtswege haben möchtet, dann könnt ihr das ein bisschen hochstellen. Dann haben wir hier noch den Town-Size-Faktor. Äh, das wäre der, das, da kann man sozusagen einstellen, wie groß soll die, wie, soll, wie groß soll die Stadt sein am Anfang. Das heißt, beim Starten der Map. Das heißt, mit 0,5 sind die oft so 200 bis 250. Und wenn man da 2,0 eingibt, dann sind die schon um die 500 rum. Da kann man dann auch noch ein bisschen rumspielen. Und ja, das wäre die base configlua Wer irgendwelche Fragen noch hat, wie man noch irgendwas macht, könnte das gerne unten in die Kommentare schreiben oder einfach auf den TS kommen, da bin ich auch ziemlich oft. Oder sogar im Forum anschreiben, ja, über eine private Nachricht. Da lese ich auch ziemlich oft. Und dann würde ich sagen, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es um die Mods geht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.